jemand fragt dich, bittet dich auch noch um irgendwas und dann sagst du einfach nein. Habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Also ich habe das nicht verstanden. Wie kann man in der Welt sein und einfach nur etwas einfordern? Einfach so, nur weil man da ist, etwas wollen. Es gibt ja auch Menschen, die ich vielleicht nicht so gerne mag, was sehr selten vorkommt. Aber wenn ich ehrlich bin, auch von denen möchte ich gemocht werden. Und manchmal sogar gerade bei denen. Und ich mag es tatsächlich, gerade so schwierige Menschen dazu irgendwie zu kriegen, dass die lächeln, dass die lachen. So das Interesse, was ich habe, oder die Freundlichkeit oder Offenheit, mit der ich auf Menschen zugehe, die ist wirklich echt. Hi, Philipp hier. Ich will einmal kurz auf unser Enneagram Germany Booklet hinweisen. Das ist ein gratis Mini-E-Book, das wir immer wieder auf den aktuellen Stand bringen unserer Lehre. Und da sprechen wir über das Enneagramm, über die drei Intelligenzen und die neuen Enneagramm-Stile. Also downloade es dir gerne gratis auf unserer Webseite enneagramgermany.de/booklet. Und dann wünschen wir viel Spaß, den Enneagramm-Stil 2 ein bisschen besser zu verstehen. Hallo Angela. Hallo Philipp. Es freut mich sehr, dass du dich bereit erklärst, über den Enneagramm-Stil 2 mit mir zu sprechen. Wir sind im Herzzentrum. Im Herzzentrum sprechen wir über Beziehungen, über den eigenen Wert, über Leistung, über Themen, die mit Menschen zu tun haben, die Menschen unterstützen sollen, die Potenziale von Menschen aufdecken sollen. Es geht um Verbundenheit. Es geht um einfach viele Themen, die irgendwie mit Kontakt, mit Wärme, mit Beziehungen zu tun haben. Und ein essentielles Teil davon ist auch diese Verbundenheit als Urbedürfnis, die jeder Mensch hat. Beziehung und Verbundenheit hat jeder Mensch als wichtiges Urbedürfnis. Und im Herzzentrum ist dieser Aspekt nochmal besonders betont. Besonders wichtig. Die Knöpfe, die emotionalen Reaktionen sind vielleicht etwas stärker, wenn beim Herzzentrum da etwas passiert, was nicht dem entspricht, was ich gerne hätte. Und für Enneagramm-Stil 2 bedeutet das in der Ausprägung ganz speziell, dass wir von einem aktiven Herzzentrum sprechen. So ein bisschen wie so eine Glühbirne, sagen wir öfter mal, so eine Glühbirne, die Augen funkeln und ich gehe auf den Menschen zu, um Beziehungen aufzubauen. Ich kümmere mich darum, Beziehungen aufzubauen und auch mit dem Fokus, was wird gebraucht für die Situation, für die Menschen, dass es den Menschen gut geht. Und ein wichtiger Punkt davon ist dieses, ich will von allen gemocht werden. Also ich baue Beziehungen aktiv auf, um von allen auch ein gemocht zu werden. Und dieses gemocht werden ist ein wichtiger Schlüsselbedürfnis, um ein gutes Gefühl in Beziehung zu bekommen. Was andere brauchen, ist so in der Wahrnehmung sehr im Vordergrund. Ich kann mich anpassen, ich kann mich auf die Leute einstellen, ich kann auf das achten, was die anderen brauchen. Und was ich selber brauche, fällt wie durch einen Sieb. Es ist gar nicht greifbar. Also ich bin nicht wirklich in Kontakt mit dem, was ich selber brauche in dem Moment. Ich bin bei den anderen Menschen. Enneagramm-Stil 2 entwickelt daraus viele Kompetenzen, Anpassungsfähigkeit, auch Nuancen sehen zu können, sich gut auf Menschen einzustellen und Entwicklungsfelder, zum Beispiel eigene Grenzen zu spüren. Aber da gehen wir jetzt im Detail mit Angela rein. Und ja, erstmal, jetzt habe ich viel erstmal erklärt zu Enneagramm-Stil 2. Was kannst du da erkennen? Kannst du da was von erkennen? Also ich kann alles erkennen. Also wirklich alles, was du gesagt hast, passt. Kenne ich aus meinem Leben. Also ganz besonders dies von allen gemocht werden wollen. Also wirklich von allen und auch etwas dafür zu tun. Also ganz aktiv, um gemocht zu werden. Ich kann mich da auch verbiegen. Ich kann mich unterschiedlich präsentieren, wenn ich glaube, es ist nötig.
Also das hat bei mir eine ganz starke Resonanz. Und da habe ich gleich direkt mehrere Fragen zu. Ja. Von allen gemocht werden, das hast du so ein bisschen betont. Das heißt wirklich von allen. Also da gibt es jetzt keine Ausnahme. Die, die im Familienkreis sind, sind mir wichtiger als die Frau im Supermarkt, sage ich jetzt mal. Oder? Ja. Also es gibt, also ich kann schon unterscheiden, Menschen, die für mich wichtiger sind als andere. Aber gemocht werden möchte ich, glaube ich, tatsächlich von allen. Also ich hatte irgendwann mal, hatte ich mir schon mal die Frage gestellt und da hatte ich, glaube ich, gesagt oder gedacht, nee, nicht wirklich alle. Es gibt ja auch Menschen, die ich vielleicht nicht so gerne mag, was sehr selten vorkommt. Aber wenn ich ehrlich bin, auch von denen möchte ich gemocht werden. Und ich tue auch dort was dafür, gemocht zu werden. Und manchmal sogar gerade bei denen. Gerade bei denen, die du ja eigentlich nicht magst. Ja, ja. Ach ja. 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 Und was tust du denn dann? Das ist die nächste Frage. Was tust du, um gemocht zu werden? Wie kriegst du das hin? Also was ich tue, um gemocht zu werden, ich glaube, das allererste, was ich immer tue, ist einfach so nett sein. Also das entspricht aber auch so ein bisschen irgendwie meinem Grundgefühl. Also offen zu sein, freundlich zu sein, auch so eher mit einem Lachen im Gesicht auf den anderen zuzugehen. Das mache ich immer und dann gucke ich schon auch, wie tickt die andere Person und wie muss ich die ansprechen oder wie kann ich die ansprechen, dass da vielleicht irgendwie eine Verbindung entsteht und die sich von mir irgendwie gesehen fühlt oder irgendwie sowas Gemeinsames. Ich glaube, es geht immer darum, irgendwie so eine Verbindung herzustellen. Mhm. Und da probiere ich unter Umständen auch aus. Da probierst du aus. Da probiere ich aus, ja. Das heißt, dieses Verbindung herstellen ist ein wesentliches Element, das dir das Gefühl bekommt von, wo du das Gefühl bekommst von, okay, ich glaube, wir haben eine gute Beziehung, ich werde gemocht. Genau. Und du stellst Verbindung her durch Freundlichkeit, Offenheit, Lächeln, ja. Humor vielleicht auch mal. Und ich höre, je nach Person, aber auch unterschiedlich. Also kannst du da ein Beispiel bringen, dass wir so ein bisschen verstehen können, was bedeutet das, dieses, wir sind ja bei Thema Anpassung, ja, diese Anpassungsfähigkeit auf unterschiedliche Arten von Menschen, was bedeutet das? Also das kann zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an eine Person, die ich so aus meinem Arbeitsumfeld kenne. Und bei der so Freundlichkeit oder nett sein und lächeln, das zieht überhaupt nicht. Also bei der habe ich auch immer das Gefühl, die fällt auch irgendwie nicht drauf rein. Also die springt da einfach nicht drauf an. Mhm. Und bei der habe ich wirklich irgendwie so versucht, ich habe sie dann viel gefragt nach ihrem Leben, nach ihrer Situation, mich über so Interesse an der Person. Und habe wirklich so versucht herauszufinden, wie muss ich sie ansprechen? Kriege ich die irgendwie über die Sachebene? Also, dass ich mit ihr über Themen spreche, die sie interessieren. Dass ich mich für sie interessiere. Und während so anfänglich unser Verhältnis einfach so sehr distanziert war oder ich gesagt hatte, so, das ist eine Person, da, zu der habe ich irgendwie keine Beziehung, ist das jetzt halt so, wenn wir uns sehen, wir reden miteinander, wir schwätzen, sie erzählt mir aus ihrem Leben, die bringt mir manchmal Kekse ins Büro, so diese Sachen, die man halt tut, so miteinander, wenn man gut miteinander auskommt. Und ich finde das schön, ich habe ja auch was davon. Also du, dich bereichert das, dass es ja, so total, ist. Ja, total, total. Jetzt ist der Vorwurf ja im Raum, in den Büchern liest man es, sorry, dass ich dir den jetzt direkt an den Kopf werfe, das wäre ja alles nur Manipulation und das wäre sozusagen, damit du etwas bekommst. Was bekommst du und ist es Manipulation? Also für mich ist erstmal Manipulation immer was Intentionales. Und wenn ich mit Menschen so umgehe,
verfolge ich damit nicht die Intention, ich muss jetzt das und das tun, um gemocht zu werden, oder ich verstelle mich jetzt, ich passe mich an, ja. Aber erstens geschieht das automatisch und zweitens finde ich auch so das Interesse, was ich habe, oder die Freundlichkeit oder Offenheit, mit der ich auf Menschen zugehe, die ist wirklich echt. Mhm. Also deshalb finde ich so diesen Begriff Manipulation so ein bisschen böse, obwohl es natürlich auch irgendwie stimmt. Also wenn man Manipulation einfach so versteht, ich tue etwas, damit ein anderer etwas tut, dann manipuliere ich, ja. Aber höre ich nicht gern. Ja, glaube ich dir, ja. Wusstest du vorher, bevor du wusstest, dass du ein Enneagramm-Stil 2 bist, dass du dieses Muster, nenne ich es einfach mal, hast? Nein. Dass gemocht zu werden so wichtig für dich ist und dass dieses, ja, dass das Manipulation sein könnte für andere? Nein, hast überhaupt du das nicht. Überhaupt nicht. Also ich, was hast du vorher über dich gedacht? Vorher habe ich über mich wirklich gedacht, ich bin einfach in Bezug auf andere Menschen ein freundlicher und offener Mensch. Das war auch irgendwie die größte so narzisstische Kränkung eigentlich, die ich erlebt habe, nachdem ich meinen Enneagramm-Stil entdeckt habe oder der entdeckt wurde. Ja. Sag mal, was daran gekränkt hat? Kannst du es konkretisieren? Was hat gekränkt? Was gekränkt hat, ist, dass so mein Verhalten anderen Menschen gegenüber, was ich immer als uneigennützig empfunden habe. Und ich fand auch mal, das ist so das einzig Gute an mir, dass ich ganz uneigennützig offen auf Menschen zugehen kann. Und also es mir leicht fällt, Menschen nett zu finden und mich entsprechend zu verhalten. Und dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass dahinter so verborgen eine Absicht liegt, mit der ich mir etwas gebe. Ja, also der Fairness halber, Angela, ich springe ein bisschen in die Bresche für dich, was Manipulation angeht. Danke. jeder Mensch manipuliert auf eine gewisse Weise. Also es ist jeder Enneagramm-Stil, jeder Mensch, biografisch vielleicht nochmal unterschiedlich. Alle manipulieren, nur mit unterschiedlichen Themen und auf unterschiedliche Weise. Es hat eine gewisse Form von Sicherheit, dieses Automatismus sozusagen, wir machen etwas automatisch, um etwas zu bekommen, jeder Mensch. Und beim Herzzentrum und vielleicht nochmal ein bisschen spezieller bei 2 ganz konkret, ist eben diese Art, in Beziehung zu sein, was als manipulierend in dem Fall zugeschrieben wird. Wie gesagt, alle haben das, aber eben meistens in den Büchern steht es nur bei der 2, ist eben eine gewisse Form von Sicherheit bekommen. Und es ist ein Unterschied, ob man es eben, ich sag mal, ein bisschen freundlich durch die Blume sagt, dass ich irgendwie am Ende doch irgendwie kriege, was ich will. Oder ob ich einfach direkt sage, mach das jetzt bitte, so geht das, ich will das so. Weil was würde passieren, wenn du das machst, wenn du einfach sagst, was du willst, einfach direkt raus, frei, ohne viel Sätze drumherum? Was würde passieren? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und in meiner Vorstellung wäre es so, dass mein Gegenüber ablehnend reagieren würde. Ablehnend, ja. Ja, also ich glaube, wenn ich einfach nur sagen würde, was ich will, würde ich das nicht bekommen. Und der andere würde denken, ja, spinnt die denn? Die kann doch nicht einfach eine Forderung stellen. Also, ohne es hübsch zu verpacken und noch so einen Bonus obendrauf zu geben. Also, das heißt, du musst dafür arbeiten, dass du bekommst, ja, dass du... Ja, genau. Also du als 2 erlebst Menschen, die das machen, also die für sich eintreten. Wie erlebst du sie? Früher als sehr befremdlich und dreist. Also ich fand es auch unangenehm. Inzwischen bin ich neidisch. Da hat sich was getan, ja? Ja. Unangenehm, dreist, okay. Ich habe auch öfter gehört, egoistisch, selbstsüchtig. Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm.
Also ich habe das nicht verstanden. Wie kann man in der Welt sein und einfach nur etwas einfordern? Einfach so, nur weil man da ist, etwas wollen. Das ist ja, das eine ist zu fordern, im Sinne von, ich würde gerne das tun oder ich will das tun. Und das andere ist, jemand fragt dich, bittet dich auch noch um irgendwas und dann sagst du einfach nein. Das habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Einfach nein gesagt. Okay. Und ja. Und heißt das also auch nicht, selbst nicht bei deinem Mann, du bist verheiratet? Aha. Ja, nicht mal bei deinem Mann. Also ich kann schon, wenn jetzt jemand was von mir will, das heißt jetzt nicht immer, dass ich automatisch das tue, was man von mir will, aber ich würde nie einfach nur nein sagen. Mindestens eine Erklärung, meistens irgendwie so ein Gegenangebot. Ja, das nicht, aber ich könnte was anderes tun. Oder jetzt nicht, aber gerne in einer Stunde oder so. So eine kleine Verhandlung. So eine kleine Verhandlung der eigenen Grenze, so. Ja, genau. Aber ja. Umgekehrt, und deshalb tue ich mich vielleicht auch so schwer damit, einfach nur nein zu sagen. Wenn ich, glaube ich, eine Frage stellen würde oder jemand bitten würde und mein Gegenüber würde einfach nur sagen nein, das würde mich total verletzen. Was würdest du über dich und die andere Person denken in dem Moment? Oder grundsätzlich, was würdest du glauben, wenn das passiert? Die sagen einfach nur nein. Ich würde es, glaube ich, wahrnehmen, so ein bisschen auch als ein Nein zu meiner Person oder zu der Beziehung. Für mich wäre in dem Moment irgendwie die Beziehung auch gefährdet. Ein Nein lässt eine Beziehung nicht bestehen, es bricht die ab. Und das würde für dich was bedeuten? Passiert in dir, wenn die Beziehung weg ist, wenn das abgebrochen ist? Das wird innerlich so Panik, also je nachdem dann, um wen es geht, also so eine innere, eine Verstörtheit, das kann eine Panik sein, Angst. Und was ist deine Strategie in dem Moment, um dich wieder aufzurappeln, dass du diese Panik, Angst, Verstörtheit nicht spürst? Also was ich, glaube ich, versuchen würde, ist auf jeden Fall mit dieser Person weiter zu sprechen oder so diese gute Verbindung wiederherzustellen. Also ich würde es, glaube ich, bei diesem Nein, ich könnte das nicht irgendwie stehen lassen. Du würdest in Beziehung bleiben? Ja. Okay. Vielen Dank, dass du das teilst. Ich finde das sehr wertvoll, wirklich zu verstehen, was ist da in der Tiefe auch, was passiert da im System. Und wirklich diese Betonung nochmal, wir alle haben ein Thema mit Verbundenheit und Beziehung, jeder Mensch, das ist ein Urbedürfnis für alle Menschen. Aber wir haben gehört, wie stark und sensibel der Knopf ist, wenn einfach nur bei einem Nein oder ähnliches. Also das ist schon sehr spannend. Jetzt hast du auf Basis dieser Strategie, diesem Fokus, dieses auf die Menschen achten, natürlich auch Kompetenzen und Entwicklungsfelder entwickelt. So wie jeder Mensch auf dieser Welt diese hat, hat auch Enneagramm Ziel 2 welche. Und eine Sache, die ich dir jetzt mal anbiete, über Anpassung haben wir schon gesprochen, das ist definitiv eine Kompetenz. Ich höre auch immer wieder, es ist so ein, ja, ihr seid gut darin, Wärme zu erzeugen, wo es kühl ist. Also wenn es irgendwie unterkühlt ist im Raum, in der Beziehung, in der Freundlichkeit, was auch immer, dass du eine gewisse Wärme erzeugen kannst. Kannst du damit was anfangen? Damit kann ich was anfangen. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das mache. Oder ich versuche gerade, mir eine Situation vorzustellen, wie ich sie auch schon erlebt habe. Ich biete dir mal an, das Stichwort schwierige Menschen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, dass Leute, die vielleicht als schwierig bezeichnet werden, dass die irgendwie so eine gewisse Herausforderung bei dir erzeugen. Vielleicht hast du da ein Beispiel. Ja, ich mag schwierige Menschen sehr. Also oder sagen wir mal so, ich habe gerne mit schwierigen Menschen zu tun. Und ich mag es tatsächlich, gerade so schwierige, verschlossene, so ein bisschen so grantelige Menschen,
die dazu irgendwie zu kriegen, in Anführungszeichen, dass die lächeln, dass die lachen, dass die was über sich erzählen, dass die offen sind, das finde ich großartig, das liebe ich. Weil? Ich glaube, das hat zwei Facetten. Also das eine ist, glaube ich, tatsächlich, ich kann es nicht gut aushalten, wenn jemand so verschlossen ist. Das glaube ich, auch wieder so dieses Thema, dann ist keine Beziehung da. Wir sind nicht gut miteinander, wenn der andere irgendwie so ganz dicht ist oder vielleicht sogar so ein bisschen aversiv wird, grummelig. Das ist, glaube ich, das eine, warum ich mich gut fühle, wenn es mir gelingt, eine Verbindung herzustellen. Und das andere ist dann schon auch so ein bisschen so, hey, ich kann das. Und das kann nicht jeder, aber ich. Das heißt, Angela, also du schaffst es bei so, nennen wir es einfach mal, verschlossenen Menschen, dass die sich auf dich, die Beziehung mit dir tatsächlich einlassen können, öffnen können. Dass die sich ja einfach wieder Wärme erzeugt wird und gar nicht vielleicht unbedingt für alle, die ganze Gruppe oder wie auch immer, sondern bei dir persönlich, dass du das hinkriegst. Hat das genau, ganz genau, ganz genau. Und es gibt, also das erlebe ich wirklich immer wieder, dass auch wieder im beruflichen Umfeld viel, dass es ja welche gibt, über die wird immer nur gesagt, mit dem kann man ja gar nicht auskommen, der lässt einen immer abblocken und ich bin da oft die so die Einzige, die dann sagt, ach, wir kommen eigentlich ganz gut. Ich erlebe den ganz anders. Jetzt frage ich dich natürlich ganz frech, du kennst ja das Enneagramm-Vokabular. Welches Gefühl ist das in dir, wenn du es schaffst, so eine verschlossene Person für dich zu öffnen? Wie nennst du das? Ja, das sind tatsächlich Situationen, wo ich stolz, also nicht nur weiß, dass da der Zweierstolz im Hintergrund ist, sondern wo ich es auch fühle und wo ich es auch nicht so schlimm finde. Ja. Ja, eigentlich. Okay. Und das hast du vorher über dich gewusst? Nein. Was jetzt heute für dich stolz ist, was hast du damals gedacht? Da hätte ich, glaube ich, einfach gesagt, irgendwie, ach, das ist ein schönes Gefühl und ja, ich hätte mich, glaube ich, auch für den anderen gefreut. Also ich glaube, das ist auch schön, wenn man irgendwie so nicht so gut drauf ist und dann ist da jemand und plötzlich ist man so besser drauf. Ist schön, es hätte mich den anderen gefreut. Ja, wir haben das Wort Stolz in den Mund genommen, weil es einfach in der sogenannten Leidenschaft bei der 2 steht und wir jetzt hier auch live gehört haben, was es bedeutet im System für einen Enneagramm-Stil 2, um es ein bisschen plastischer zu machen. Und ich würde gerne noch eine weitere Kompetenz dir geben oder an den Kopf werfen, mal gucken, was du dazu sagst. Weil du so feinfühlig sein kannst mit Beziehung, mit Stimmung, mit Thermometer, nenne ich es mal, hören wir oft von den Zweiern, dass ihr einfühlsam und gute Zuhörer seid. Also ihr könnt dabei bleiben in emotionalen Situationen und auch lange. Ihr seid geduldig auch meistens mit dem Zuhören und auf andere eingehen. Kannst du da was von erkennen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt zeig mal, was bedeutet das? Wie zeigt sich das bei dir im Leben? Also das zeigt sich bei mir im Leben einfach immer schon, dass wenn jemand wenn jemand zu mir kommt und reden will, Sorgen hat, Probleme hat, ich höre dann einfach zu, egal wie lange es dauert und egal wie oft dieselbe Person mit demselben Thema kommt. Und da ist aber auch, glaube ich, also da sehe ich auch, das sehe ich als Kompetenz. Ich glaube, ich kann dann auch wirklich gut zuhören. Ich kann dann wirklich beim anderen sein und auch da Nuancen raushören und bin dann auch wirklich interessiert und offen für den anderen. Aber ich sehe da auf der anderen Seite auch ein Entwicklungsfeld, weil das auch einfach zu viel sein kann. Und
Das merke ich zunehmend, erstaunlicherweise auch, je mehr ich mich jetzt mit dem Enneagramm und der 2 beschäftige, erlebe ich auch zunehmend Situationen, wo dann im Bauch irgendwie was wie so ein Groll oder so eine Wut da ist und wirklich sowas irgendwie, ey, nicht schon wieder und es passt jetzt eigentlich gar nicht. Und das merkst du heute. Bitte? Das merkst du heute, sagst du? Ja. Und früher nicht? Ganz. Ich erinnere mich an sehr, sehr, sehr wenige Situationen, wo ich das auch früher schon mal hatte. Mhm. Als es so in meinem Bekanntenkreis mal so 2-3 Personen gab, die das wirklich ständig und immer dieselben Geschichten und ohne, dass sich irgendetwas entwickelte. Aber selten. Und jetzt habe ich das häufiger mal. Und ich bin ganz froh, dass das da ist. Das ist herzlichen Glückwunsch, sage ich dir. Ja, ja. Ich will da auch noch mal gleich drin bleiben. Ich will nur einmal ergänzen, du hast das Entwicklungsfeld, in das ich reingehen wollte, definitiv schon jetzt alleine vorgebracht, weil ich glaube, es ist auch eins der größten Entwicklungsfelder. Die eigenen Grenzen, dieses Wort Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse, den eigenen Willen und so weiter, dass der Teil ist in dieser Konversation, wenn du geduldig zuhörst, wenn du einfühlsam bist, wenn du zuhörst. Ich höre oft dieses, ich bin dann plötzlich einfach komplett auf die andere Person eingestellt und ich habe gar nicht überhaupt ein Gespür dafür, was sollte ich denn wollen in dem Moment? Ich bin einfach für die Person da. Ich bin gar nicht wirklich anwesend in dem Sinne mit meinen Bedürfnissen. Stimmt das? Ja, ja, ja. Und jetzt mit ein bisschen Entwicklungsarbeit, wo du sagst, jetzt kann ich da was spüren. Was passiert jetzt? Was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist, es ist auch jetzt nicht unbedingt so, dass ich dann spüre, was ich eigentlich will, aber ich kann spüren, dass ich das nicht will, nämlich dass ich in dem Moment nicht will, dass der andere jetzt noch weiterredet oder und da kommt dann auch jetzt so manchmal so ein Gefühl, dass ich mich dann so ein bisschen so ausgenutzt fühle oder denke, es kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt nur kommt, um so Ballast so bei mir abzuladen, für die Füße zu werfen. Aber das sind neue Gefühle. Aber da merke ich jetzt so innere Widerstände manchmal in so Situationen. Ja, Pam ist ja auch eine 2 und sie sagte immer, sie war früher Fußmatte. Kennst du das Gefühl? Ja, sehr gutes Wort. Gutes ja. Fußmatte oder Mülleimer. Fußmatte ist noch ein bisschen, vielleicht noch besser, noch treffender. Jetzt ist natürlich das eine, in Kontakt damit zu kommen, mit diesem Gefühl, dass du irgendwas spürst. Wie gesagt, ich sag's nochmal, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, dass das passiert. Jetzt ist das nächste, es laut auszusprechen und zu handeln. Das ist natürlich der nächste Schritt. Wie gelingt dir das? Was ist da deine Strategie aktuell? Daran arbeite ich noch und da experimentiere ich auch. Ich habe am Anfang Angst gehabt, dass wenn ich dem Gefühl so nachgebe, dass ich dann irgendwie so barsch werde oder so abrupt und mir vielleicht wirklich mal einfach so Nein rausrutscht. Das ist für mich auch nach wie vor undenkbar. Und jetzt habe ich so, also ich habe noch nicht die beste Strategie oder die optimale Strategie gefunden, aber jetzt mache ich es manchmal so bei Leuten, wo ich irgendwie weiß, was mir da blühen kann, dass ich da im Vorfeld zum Beispiel sage, du, ich habe jetzt irgendwie wenig Zeit und können wir später. Oder dass ich wirklich immer sage, lass uns reden, aber nur 10 Minuten. Oder es kann auch sein, dass ich dann auch so ein Gespräch unterbreche. Aber ich versuche das dann sehr freundlich zu machen. Das finde ich aber auch richtig. Also der andere, ich will ihn ja auch nicht kränken.
Aber ich finde es auch schwierig, da so die eigene Sprache und den eigenen Weg zu finden. Also es ist so leicht. Also ich höre das manchmal von anderen. Ja, sag doch einfach nein und sag einfach dies oder sag einfach das. Ich will aber nicht einfach dies oder das sagen. Das kann ich auch nicht. Aber so für mich selbst rauszufinden, wie kann ich mich da abgrenzen? Aber ja. Also was ich dir da, ich sag jetzt mal, man soll ja keine Tipps geben, aber was ich erlebe aus Erfahrung mit anderen, ist schon, dass wir ja dank des Enneagramms, dank der Unterschiedlichkeit der Stile, auch von den anderen lernen können, wie machen die das eigentlich? Also wenn andere vielleicht von dir lernen können, wie baut man denn Wärme auf, wie ist man denn freundlich, wie kann man denn Beziehungen wirklich ganz aktiv mit netten Worten gestalten, dann lerne doch mal von dem Kopf und dem Bauch, was sagen die denn für Sätze, um sich gut abgrenzen zu können? Vielleicht etwas, das dir besonders gut gefällt, wo du denkst, oh, das ist aber sehr charmant gelöst oder also wirklich von den anderen lernen. Wie ist das für dich, der Gedanke? Ja, ist ein guter Gedanke. Mache ich, glaube ich, auch schon so intuitiv ein bisschen, also zumindest, dass ich gucke, wie machen es die anderen. Großes Vorbild, meine Stieftochter, ich glaube, die ist eine 8 und die kann super Nein sagen und macht es aber irgendwie auf eine sehr klare Art, aber irgendwie dabei freundlich, zugewandt, also toll. Ja, dann hast du doch eine gute Lehrerin. Deiner Stieftochter. Ja, genau. Ich glaube, Familie, enge Familie ist ja sowieso immer ein schönes Lernfeld. Also. Ja, danke, Angela, dass du dich bereit erklärt hast. Also für mich war es sehr schön, wieder mit dir zu sprechen. Thermometer ist bei mir auf jeden Fall sehr warm. Bei mir auch. Und wir werden ja jetzt noch weitere Stile hören. Wir fangen ja bei dir an, tatsächlich mit der 2 im Herzzentrum. Und mal schauen, welche Sprache wir in den anderen Stilen und Zentren hören, die wir vielleicht nicht so natürlich in uns haben. Ich konnte auch ganz viel Sprache lernen von den Kopfmenschen, von den Bauchmenschen, selbst von den anderen Herzmenschen, 2 und 4. Ich bin ja eine 3. Also von daher, ich hoffe, da sind ein paar Leckerbissen dabei, die Sprache der anderen auch wirklich für sich zu entwickeln, zu nutzen. Ja, danke, Angela. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. War schön. Ja, tschüss. Tschüss.